Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Monster Hunter ja, World. Ich habe das mal in ein paar Folgen falsch gesagt. Sorry. Wir haben ja in letzter Folge den Rathalos. Das hat lange gedauert. Aber er ist tot. Wir müssen jetzt noch die nächste Quest. Ich würde kurz wieder hochgehen. Ich habe jetzt schon das meiste umgestellt, das für mich ein bisschen feiner ist. Kantine. Da müssen wir jetzt hin, schön schnabulieren. Und dann geht's ab in die nächste Quest. Diablos, glaube ich, müssen wir kuscheln. Chefkochgericht. Lecker war's. Wir haben jetzt Element. Widerstand hoch. Hat der überhaupt ein Element? Quest? Ich weiß es gar nicht. Ja, gehen wir dahin, oder? Sind wir schneller? Obwohl, hier könnte ich noch ein bisschen sammeln. Na komm. Wir gehen gleich direkt rein. Die Folge wird hoffentlich ein bisschen kürzer als die letzte. Die letzte war ziemlich lang. Fast 40 Minuten. Na, über 40 Minuten. Sorry. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ist halt schwierig, das richtig zu timern. Immer alles mitnehmen, weil später könnte das unser Geld sein. Gut. Wir hätten auch hier essen können. Ich nehme das mal alles mit hier. Gibt es hier unten noch irgendetwas, was ich brauchen könnte? Unser kleiner Schneemann. Ah, Köder sind das. Okay. Ups. Ja. Da ein bisschen draufklopfen. Wir brauchen noch sehr viele Materialien, weil ich jetzt die Rüstungen alle herstellen muss, die wir brauchen. Weil ich spiele jetzt nicht mehr mit der overpowerten Rüstung, sondern nur mal die Standard, ganz normale 0815 Rüstung. Die ein bisschen, ja, zu knapp geraten ist. Davor immer in so Stoff gehüllt. Habe ich jetzt eine Fledermaus? Ja. Habe ich auch. Was ist da? Ach, das ist sie. Okay. Ja, dann holen wir uns denn. Mal schauen, wo der steckt, der Kleine. Oh, Spinnen. Ach, hier sind wir. Das Ding, das macht ja so unfassbar viel Damage, wenn man Schaden gegen das Teil macht. Kriegen wir das vielleicht hin? Wäre lustig. Er wird hier auf jeden Fall lang gehen, außer wir machen absurd viel Damage. Hier ein bisschen draufklopfen. Immer alles mitnehmen, was geht. Oh. Ja, das ist jetzt ein Monster. Ach, da habe ich jetzt... Davor habe ich Respekt.
Davon gibt es noch einige schlimmere Varianten, die ich nicht mag. Ja? Und? Ah, hallo? Vögelchen? Oh, was kriegen die mit? Luna, pass auf! Da drüben! Hä, das ist ja kein Ratelusch. Das ist ein Dickschädel. So geh in Deckung. Der ist überhaupt nicht gefährlich. Oh, die drehen gerade alle am Rad. So viele. Aufpassen! Du stehst genau in der Mitte! Ah. Jetzt kommt der Gehörnte. Nein. Wieso hast du Angst, wir können fliegen? Oh, er ist schon gone. Oh. Hallo. Diablos. El Morto. Oh, unsere Luna hat Angst. Toro. Ne? Lol, was macht der Schaden? What? Hä, ist meine Rüstung so schwach? Ach du meine Güte. Meine Rüstung ist, glaube ich, so schwach. Ich habe mit einem Angriff mein so gut wie mein ganzes Leben verloren. So. Okay, ich habe mich auch blöd angestellt. Muss ich auch zugeben. Jetzt bin ich ein bisschen beeindruckt von ihm. Muss ich zugeben. Ist auch so ein Monster, das nie stillsteht. Das kann ich nicht haben. Ich möchte einfach um ihn rumfliegen und ihn die ganze Zeit Schaden machen. So außen rutschen, gleich ins Hämmern. Brauchen wir eh noch für eine Mission, wie sie aussieht. Ja, ihn kurz ignorieren da hinten. Abgeschlossen. Oh. So. Das bedeutet jetzt aber auch, dass wir weniger Rüstung haben, oder? Können wir essen? Ja. Okay, Bro. Wie regeln wir es?
Was, der hat mich jetzt immer noch getroffen? Uiuiui. Wie ging das nochmal? Komm zurück. Natürlich. Okay. Das dodgen wir, indem wir... Das kann doch nicht wahr sein. Du bist ohnmächtig. Wow. Das ist meine Rüstung oder was? Dass ich so schwach bin. Ich darf doch nicht so viel Schaden von ihm bekommen, oder? Das ist richtig blöd irgendwie. Weil mit einem Hit bin ich gone. Okay. Entweder ich habe richtig Scheiße gebaut gerade, mich gegen ihn aufzulehnen. Oder ich bin gerade einfach... LOL, wie ich instant tot bin. LOL, nee, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Mit meiner Rüstung. So, komm. Komm schon, gib ihm den letzten Hit. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Okay. Okay. Ich hätte am Anfang nicht so draufgängerisch kämpfen sollen. Nur weil ich davor immer die starke Rüstung gehabt habe, glaube ich, bin ich zu sehr in den Kampf rein. Ich sollte ein bisschen defensiver bei ihm jetzt spielen. Wird dadurch ein bisschen länger dauern. Wir haben jetzt auch noch ein Leben. Wenn das vorbei ist, dann ist es vorbei. Das heißt, ich gehe jetzt eher auf Heilung, dass wir das First Try schaffen. Kann ich das überhaupt noch schaffen? Dann halt mein Vorteil vom Anfang gleich verspielt. Oh.
Wow, gut. Das habe ich gut gemacht. Ha? Gut, ganz vorsichtig. Das war dumm. Wie er mir halt mit so einem Schupfer die verstötet. Okay. Ups, die Quest ist gescheitert. Macht nichts. Ja? Bereite dich besser vor und versuch's einfach nochmal. Das macht man. Ich war darauf jetzt nicht gefasst, ehrlich gesagt. Dass der so fies ist. Jetzt noch der Diablos. Ja, jetzt noch der Diablos. Ja. Hm. Können wir unsere Rüstung verbessern? Wie viel hat unsere Rüstung überhaupt? Ja. Schmiede. Gehen wir mal in die Schmiede gucken. Hm. Ausrüstung verbessern? Nee. Rüstung. Standardmäßig hat diese Rüstung... Wo steht das? Verteidigung. Verteidigung Stufe 1. Okay. Hier. Die Rüstung. Ah, Verteidigung. Okay. Wie sieht das überhaupt aus? Oh. Es sieht speziell aus. Habe ich das jetzt nochmal gesehen? Achso. Sehe ich den Angriff? Ja. Ach, da unten. Die hat so viel. Und unsere hat im Durchschnitt... LOL. Okay. Das sind Welten. Ich finde die jetzt gerade nicht gut. Vom Optischen her. Obwohl, ich kann sie gar nicht bauen. Die sieht auch sehr speziell aus. Höchstmacht. Schleuderkapazität. Göttlicher Segen. Okay. Ich kann davon nur ein paar Dinge bauen, aber... Ja, sieht speziell aus, aber ich brauche gerade echt Verteidigung. Und ich kann jetzt nichts mehr bauen. Wegen... Was fehlt? Ah, Münzen fehlen mir. Okay. Okay, das sieht echt speziell aus gerade. Objekte. Objekt Z. Ja, komm. Ich muss kurz runter, glaube ich, zum Verkaufen, oder? Ich habe so viel Geld ausgegeben, um die Rüstung hier zu bauen. Und jetzt bringt die hier... Sorry, Leute. Da habe ich mich überschätzt mit den Rüstungen. Verkaufen. Und ich habe hier auch ein bisschen zu viel... Hier, das... Alles. So. Das, was wir alles zusammengesammelt haben.
kurz in Bares für Wahres. Okay. Da kommt schon was zusammen. Wenn man es bedenkt, das ist wieder ein Rüstungsteil, was ich dafür bekomme. Ja. Das ist so gut wie gar nichts. Ich will jetzt auch keine Rüstungsteile oder so. Ah, ja, ja. Reicht das jetzt für ein bisschen was? Wir brauchen halt einfach Rüstung. Soll ich einfach eine Deko-Rüstung drüber anziehen, Leute? Das gut aussieht. Einigermaßen gut aussieht. Ausrüstung schmieden. Rüstung. Okay. Ja. Ja, da würde ich eher auf Rüstung gehen. So. Gleich anwenden. Da. Haben wir was für den Kopf, was ein bisschen mehr hat? Ja, komm. Das sieht man eh nicht. Okay. Sieht jetzt sehr speziell aus, aber okay. Geht schon. Ich hoffe, wir sind jetzt gerüstet. Warte mal. Ich habe gerade, glaube ich, einen Fehler gemacht. Pass auf. Quest beginnen? Ja. Okay, wir beginnen gleich. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Ich hoffe es. Inständig. Ich probiere mal. Also das geht hier gar nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ruf mal nach Hilfe. Schauen, was, ob jemand kommt. Ich gehe hier jetzt nur entlang, weil ich ein bisschen looten will. Bisschen Loot statt Blut. Das ist doch gut. So, dann sind wir schon hier. Gleich da vorne wartet der Große auf uns. Der Stier. Oder ich sollte... Ob es vielleicht besser ist, dass ich mit einer anderen Waffe gegen ihn kämpfe?
Sehe ich ihn überhaupt gerade? Nein. Gut. Ich hoffe, meine Waffe, das funktioniert alles so, wie ich möchte. Kann ich den... Lol. Nehme ich gern mit. Ist das nicht ein bisschen cheaten hier? So. Ah, geht's hier runter? Nein. Der ist 100% da unten. Und wartet auf mich. Und sagt, hallo Luna, hier bin ich. Bam, tot. Bye Luna. Boah, das ist schon echt... Ich eine andere Nummer jetzt. Da drüben geht er schon. Mal schauen. Jetzt geht er da hoch oder wie? Will ich wieder da kämpfen, wo wir gerade davor waren? Von mir aus. Ich dachte, er wollte gerade angreifen. Okay. Okay. Nein, ich will nicht angegriffen werden. Nein, Bro. Okay. Das gibt's nicht. Mich verarschen, wie schnell greift er die ganze Zeit an? Okay. Ja. Ja, ja, schrei nur. Ja, wo ist er hin? Ja, Bro. Ah, es wird wieder eine überlange Folge, glaube ich. Wo ist er hin? Da unten ist er. Okay. Diesmal kriegen wir ihn. Ich habe nicht mal Schaden bekommen. Und jetzt bitte hau nicht ab. Gesellige Jäger sind kluge Jäger. Oh. Denk daran, mit anderen Gildenkarten auszutauschen. Okay.
Okay, Bro. Willst du mich verarschen? Ich würde gern darüber. Noch ein bisschen Leben abholen noch. Soweit es geht. Okay. Wo ist er? Wo ist er hin? Ah, da oben. Ich habe jetzt eigentlich nur jemanden dazu geholt, dass wir die Folge früher beenden können. Weil sonst geht das jetzt tagelang. Ich wusste nicht, dass der so stark ist. Ja, ist schon hier oben. Natürlich. Der macht. Was macht er? Was hat er für eine Waffe? Ah! Okay. Mich gerade auf. Okay. Ja, er hat ordentlich Schaden gemacht, unser Kumpel. Ah, meine Schärfe ist im Arsch. Okay. So. Kurz schärfen. Wir haben beide das gleiche Outfit. Außer, dass ich den Kopf halt nicht so. Den Zylinder.
Wo ist er jetzt hin? Ist er in seine Höhle drinnen? Mhm. Na, er ist plus, er ist oben. Okay. Ups. Mein Fehler. Das wird wieder so eine überlange Folge, sorry. Jetzt kommt er hier runter, oder wie? Okay. Okay, wir machen gerade ultra viel Schaden. Geschafft. Oh, danke an den Bro. Er sagt, er will mit dem Eroberer des Ökosystems sprechen. Das bist du. Der Eroberer des Ökosystems. Ja? Danke, Bro. Wie mache ich das jetzt? Danke. Aber ist schon Profi. Man sieht das schon. Jo, der ist ein Profi. Hm. Der ist besser als ich. Oder hat er die spezielle Waffe, dass er stärker ist? Würde ich ihm zutrauen. Ah, nehmen wir alles mit. Das könnt ihr euch denken. Soll ich das immer im drinnen lassen? Ich weiß nicht. Ah. Ja, gut, dass ich das so gelassen habe. Ja, ich bin der Eroberer. Alle bitte, dank der erstens, zweitens und drittens. Genau. Korrekt. Was, wenn wir versuchen, ihn irgendwie vom ewigen Strom wegzulocken? Ihn weglocken? Ja, Sir. Wenn wir den. Dann können. Und die Frage. Muss ich sie da selbst. Ja, keine Sorge, sorry, Leute, dass ich das jetzt alles so unterbreche und so. Ist das das, für das ich es halte? Aber wir wollen ja weiter. Oh. Jetzt wird's interessant. Ist das jetzt die Mission, die ich denke, dass es ist? Ja, das Schiff sieht jetzt nicht gerade grafisch schön aus. Ah ja. Sie haben sich ja ganz schön. Ah, er hat das gebaut. Jäger, Einzelheit. Möge der Saphirstern unseren Weg erhellen. Natürlich. Und jetzt Bewegung. Bewegung. Los, los, Leute. Zeit, den Sora Magdaros zu mach das jetzt mal schnell. Für uns alle. So. Hör mir zu. Möge der Saphirstern dir den Weg weisen. Na, das wollte jetzt nicht. Gut. Das ist die nächste Hauptmission, oder? Wir haben in der Schmiede wieder was Neues. Was haben wir hier? Neue Ware auf Lager. Ja, ich hab's gesehen in dem. Hm, Köder. Oh, die brauchen wir. Die beiden. Verdammt teuer. Okay. Aber man hat schon gemerkt, dass. Okay, hier stehen Kanonen. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Monster Hunter World. Ciao, hab euch lieb. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat.
und auch gerne mal Anregungen, wie ich das hier noch machen soll. Einfach nur die Kämpfe zeigen. Das hier zwischendrin komplett weglassen. Wäre das für euch okay? Oder nicht? Ich weiß nicht. Ich lasse es momentan so. Außer ihr wollt es anders. Dann müsst ihr es einfach nur unten in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Ciao, ciao. Hab euch lieb.